Tor verleiht mir Kraft.
Ja! Die Beine zusammenpressen. Du gebierst gleich ein Kind. Wo ist die nächste Heilerin? Ich bringe dich hin. Ich brauche keine Heilerin, Schätzchen. Ich muss nur auf diesen Hügel. Den Rest schaffe ich allein. Was? Da oben hin? Und das in deinem Zustand? Ja. Oh, wenn's sein muss, roll ich wie ein Fass nach oben. Es ist zu weit. Auf die Art wirst du nur deinem Kind schaden. Ich bringe dich mit dem Pferd dorthin. Oh, du musst mir nicht helfen, aber einem geschenkten Dänen schaue ich nicht ins Maul. Es ist ehrlos, eine schwangere Frau sich selbst zu überlassen. Warum ist der Vater des Kindes nicht bei dir? Der Vater des Kindes ist ein Gott. Ja. Mokkos, der Waldgott, sah mich zur Sonnenwende und verführte mich mit. Wir werden verfolgt. Warte. Wir haben es zum Schein geschafft. Glaubst du, der überirdische Vater wird uns hier finden können? Der Vater ist kein Gott, nur ein gewöhnlicher Mann, dem auch langweilig war. Er wird nichts von dem Kind wissen wollen. Verstehe. Dann kümmern wir uns um das Kind. Atme tief durch, versuche dich zu entspannen. Das wird eine Weile dauern. Ich baue ein Zelt. Das hast du großartig gemacht. Ein gesundes, kleines Mädchen. Hör nur, wie sie schreit. Kriegerlunge. Ein Mädchen. Ich kenne mich nicht mit Kriegerinnen und ihren Namen aus. Was ist mit deinem Namen? Die kleine Eivor? Ermina. Ich habe überall nach dir gesucht. Bran sagte, du seist fortgerannt. Ich fürchtete das Schlimmste. Ist das... Das ist ein göttlicher Liebhaber? Ich bin enttäuscht. Göttlicher Liebhaber? Willst du mir schmeicheln oder machst du dich über mich lustig? Geh, Mokkos. Unsere Familien würden uns nie ihren Segen geben. Und wenn du deinen Ruf bewahren willst, vergisst du mich lieber. Da habe ich ja wohl auch noch ein Wörtchen mitzureden. Mein Ruf schert mich nicht. Und wenn wir nur uns und eine Waldhütte haben, dann sei dem halt so. Eine Hütte im Wald klingt passend für eine Zauberin und ihr Kind.
Höher! Alles alleine! Wurde wohl verriegelt.
Hier sollte ich vorsichtig sein. Ja! Zeig mir, was vor uns liegt. Ha.
Huh?